Okay. Meine Hoffnung ist gefühlt gebrochen. Ich habe Angst, dass 2K das mit dem Submission-Ding, das sie da gepatcht haben, irgendwie unsere normalen Matches zerschossen haben. Ladies and Gentlemen, unsere ROH-Card für heute ist die Crimson City Saga. Tommy End und Zack Sabre Jr. gegen den frisch gewonnenen Money in the Bank-Sieger CM Punk und Colt Cabana, die Second City Saints. Außerdem haben wir Manami Toyota gegen Emma. Wir haben Tyler Black gegen Kota Ibushi, auch ein absoluter Leckerbissen. Wir haben Sarah Del Rey gegen Angelina Love. Und wir haben Chaos gegen die Motor City Machine Guns. Schon wieder, warum auch immer. Und wir werden heute gucken, Sarah Del Rey gegen Angelina Love. Denn wenn sie mir jetzt die Singles-Matches und ebenfalls die Diven-Matches versaut haben, dann. Tja. Dann war's das. Wir testen jetzt erstmal alles aus. Darauf war kein Mensch, denke ich mal, vorbereitet. Mein Tipp schreibe ich mal eben auf. So. Und wir gucken die Restercard. Also, Crimson City Saga gegen Second City Saints gewinnen. Die Second City Saints, CM Punk pinnt Tommy End. Mein Name ist Toyota gegen Emma gewinnt Emma. Oh, crap. Das ist traurig. Okay. Wow. Emma pinnt Toyota. Oh Gott. Tyler Black gegen Kota Ibushi gewinnt Kota Ibushi. Sarah Del Rey gegen Angelina Love. Gucken wir. Und Chaos gegen die Motor City Machine Guns gewinnen. Chaos. Die Champions treffen an einem Tag Team Match ohne Titelchance auf ihre alten Rivalen. Auf. Was? Ah ja, okay, wegen mir. Chaos gewinnt. So. Und damit kommen wir zu unserem Match. Wir gucken mal die Votes durch. So. Freddy votet Del Rey. Chris votet Angelina Love. Und die Community votet ganz klar Angelina Love. Die hatte damals dieses mega gute Must-See-Wochenshow-Match gegen Harley Quinn. Für alle, die sich erinnern können. Das war ganz großes Tennis. Auch wenn das großes Tennis war, sage ich. Oh, nein, so rum. Sarah Del Rey. Sarah Del Rey, ich habe euch die Geschichte erzählt, als ich die Porsche Paris Geschichte erzählt habe. Sarah Del Rey, die eine absolute Göttin. Sie sieht nicht ganz so aus, wie sie eigentlich in echt aussieht. Es gab noch einen Chor, der besser aussah, aber der war kacke. Deswegen die junge Sarah Del Rey, die ganz junge Sarah Del Rey, also die super junge, die ihr gar nicht kennt quasi. Und das werden wir uns jetzt angucken. Ich bin sehr gespannt auf das Match. Beziehungsweise meine Vorfreude hält sich in Grenzen, weil ich jetzt Angst habe durch diese Multi-Man-Matches, dass mir alles zerstört wurde. Beten wir, dass das nicht so ist und hoffen, dass wir hier ein sehr gutes Match genießen können, Ladies and Gentlemen. Denn wenn nicht, dann wäre das sehr, 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 sehr schade. So. Warten wir es ab. Sarah Del Rey gegen Angelina Love. Klingt jetzt erstmal ziemlich geil eigentlich. Denn Angelina Love, wissen wir schon, dass die definitiv was Gutes, also dass die was kann, haben wir ja im Spiel gesehen schon. Und Sarah Del Rey, das ist die Beste. Sarah Del Rey ist einfach die Beste. Ich freue mich. Die sehen beide gruselig aus. Ja, das sind halt erstellte Charaktere, da kann man nichts machen, ne? Ja. In echt sehen die nicht so gruselig aus. Nee, tun sie nicht. Royal Butterfly Time, Ladies and Gentlemen. So, wir machen das, wie es sich gehört, auch schnell. Und wenn dieses Match jetzt in 2 Minuten vorbei ist. Und Ladies and Gentlemen, ich sage es nochmal. Ja? Der Schwung auf schnell ist nicht entscheidend. Das Match zwischen Angelina Love und Harley Quinn war auch auf schnell und ging fast 20 Minuten. Also bitte tut mir einen Gefallen und pisst mich nicht wegen der Schwunganzeige an, okay? Danke. Sarah Del Rey gegen Angelina Love und Angelina Love legt genauso over the top los wie gegen Harley Quinn damals.
Aber schau mal, in-game sieht die doch schon viel besser aus. Das sind einfach die Fotos, die ein bisschen kacke sind. Und deswegen ist diese Sarah DeRay Core auch dabei, denn der sieht richtig gut eigentlich aus. Es ist halt die ganz junge Royal Butterfly quasi. Jetzt ist die Frage, kann sie Angelina Love bezogen? Angelina Love, wenn mich nicht alles täuscht, sogar noch mit einer sehr positiven Win-Bilanz bei den Damen, was ja zum Beispiel Manami Toyota nicht behaupten kann. Wo wir wieder beim Thema sind. Taz ist Doppelchamp, aber hat eine schlechte Gewinnquote. Allerdings hat Manami Toyota eine unter 40% Siegquote und ist halt auch ungeschlagen Champ. Also in Titelmatches ungeschlagen Champ. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die gute Sarah Amato hier irgendwie Angelina Love bezwingen kann. Am besten tappt jetzt Angelina Love direkt, dann bin ich dann mit dem Game. Das wäre sehr schade. Also, ganz klar, hier sagen so viele Angelina Love, aber Leute, sorry, ja, die Queen of Wrestling, die muss das hier eigentlich machen. Und das war schon mal sehr schön. Und die bearbeitet schon mal, wie technisch hochwertig Sarah DeRay hier gegen Angelina Love arbeitet. Das ist großartig. Okay, Sarah DeRay landet jetzt außerhalb des Rings. Vielleicht ist das eine gute Situation, damit Angelina Love mal wieder langsam zurück ins Match findet. Und da kommt der Lackity. Ein absolutes Sinn und da gibt es einen übelsten Samoan Drop von Sarah DeRay gegen Angelina Love. Das muss definitiv heftig gewesen sein. So, beide. Boah, dafür kassiert aber Sarah DeRay jetzt auch einen übelsten Tiltable Backbreaker. Na komm, das sieht doch jetzt schon mal vom anderen. Winkt Love da gerade der Sarah DeRay raus? Das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Die Frauen reißen es wieder raus. 2K16. 2K17. Schimmer confirmed. Ohne alles andere. Nur noch Schimmer. Und Sarah DeRay wird das. Alter Verwalter. Was für ein unfassbarer Power. Und da kickt Angelina Love aus. Siehste, die Frauen reißen es wieder raus. Ich sag's doch. Die halten ein bisschen was aus. Nicht so wie hier die selbsternannten Doppelchamps oder irgendwelche anderen New Japan Champs, die hier nach 2 Minuten das Handtuch werfen. Geht doch. Geht doch, Ladies and Gentlemen. Ich erwarte hier noch ein Fest. Und Sarah DeRay und Angelina Love, ja klar. Angelina Love kann sich weiterhin hier groß für anmelden für den Fight gegen Manami Toyota. Man gab es dieses One-on-One gar nicht. Jetzt Cover gegen DeRay. 1, 2. Jetzt musst du ja schon Angst haben, dass jedes Match nach jeder Kleinigkeit vorbei ist. Da freust du dich über jeden Kick-Out jetzt, ehrlich gesagt. Sehr interessant. So, Angelina Love. Ja, das macht sie jetzt deutlich besser. The Queen of Wrestling hat jetzt hier definitiv Probleme. Landet in der Ringecke. Kann aber Gott sei Dank mit dem Elbow sofort diese Szene unterbinden. Und dann sah das komisch aus. Oh mein Gott. Back Suplex gegen DeRay. Und Angelina Love macht das wieder richtig gut. Sie hatte ja auch so eine Phase gegen Harley Quinn, wo Angelina Love nicht mehr so gut ins Match kam. Aber dann sehr viel besser zurückgefunden hat. Und ich befürchte Schlimmes. 1, 2. Oh, ja. Kick out. Ich glaub's ja gar nicht. So. Oh, großartig, Leute. Im Singles-Bereich hauen die Ladies hier was raus. Das war nämlich der Lights Out und das hat einfach Sarah DeRay mal gar nicht interessiert. So muss das sein. So, ich glaube, da wollte sie gerade die Ringecke benutzen, den Ringpfosten benutzen, aber jetzt knallt sie selbst dagegen, Angelina Love. Ja, so. Ja, das nennt man Karma. Und nochmal. Ich warte immer noch auf den Tag, wo die Ladies endlich bluten können. Wird in diesem Jahrhundert aber wohl nicht mehr passieren. Oh, Russian Leg Sweep gegen DeRay. Und was hat jetzt Angelina Love vor? Hat die Schnauze voll?
Schau mal, was die macht. Die räumt den Tisch ab. Kann ich doch nicht machen. Ja, das geht doch nicht. Hättest du auch die Schnauze voll? Ja. Aber dieses... Hauptsache, den Scheiß patchen sie nicht nach, 2K, weißt du? Mir meine Matches zerstören, aber damit immer noch seitlich in den Ring gestorben. 2K! Was könnt ihr eigentlich? Boah, ich krieg die Motten, Alter. Irgendeine Kacke patchen, aber das, was wichtig ist, damit das Match wieder flüssig wird, nö, das patchen wir nicht mehr. Da krieg ich zu viel. Und wieder nach draußen. Die Ladies haben Interesse. Was macht Angelina Love? Sie will, glaube ich, unbedingt der Ray gegen den Ringpfosten befördern. Jetzt schafft sie es auch. Was hat sie vor? Schon mal gar nichts, dass Sarah Del Rey was dagegen hat. Gott sei Dank. Und mit Gewalt knallt sie gegen die Absprung. Ich glaube, Angelina Love tut sich damit irgendwie selber nichts Gutes, wenn sie Sarah Del Rey immer nach draußen befördert. So, zurück im Ring und jetzt bleibt doch da. Macht jetzt einfach einen schönen Catch. Was ist mit Love los? Dieses Gefühl raus. Aber sobald sie im Ring sind, ist wieder Angelina Love da. Da muss jetzt mal ein bisschen mehr kommen von Sarah Del Rey. Hier im Side Headlock hat Angelina Love das Ganze gut unter Kontrolle. Alter, müssen wir die Diskussion jetzt wieder anfangen? Ich lasse Publisher nicht Publisher sein, weil die müssen ja wohl kontrollieren, ob ein gutes Spiel gut ist oder nicht. Verdammte Scheiße, noch eins. Und das wird nicht die Powerbomb, denn Angelina Love hat das gut unterbunden. Ich meine mal ganz echt, das wirft doch Schmutz auf 2K. Ist schon klar, dass sie das nur publishen. Aber dann sollte ich doch als Publisher mal gucken, was meine Creator machen. Wo ist denn das Problem? Was für ein unfassbarer Release. Fallaway Slam. Holy crap. Das müsste doch jetzt ungefähr die Wendung gewesen sein. Sarah Del Rey guckt Angelina Love einfach nur doof an. Weiß nicht, ob die einen netten Hintern hat, aber scheinbar hat sie Lust, den anzustarren. So, und Angelina Love direkt wieder aus dem Ring. Gott sei Dank aber dann zurück im Ring. Und Angelina Love ist wieder oben drauf. Das ist unglaublich. Die ist gar nicht so schlecht. Hat die sich hier wirklich eine Chance gegen Toyota verdient? Was ist los? Oh, Royal Butterfly in einen Cross-Unbreaker muss Angelina Love tappen. Das wäre das perfekte Ending. Aber tappen tut sie trotzdem nicht. One, two, na, ah, kick out, two. Und die Ladies machen wieder ein geiles Match ein. Danke. Danke, ihr rettet mir eventuell den Abend. Unglaublich, der Royal Butterfly. Alter, was ein Kick. Oh mein Gott, was ein Kick. War das schon die Botox Injection? Na, ich glaube, da hat Angelina Love noch mehr zu bieten. Und oh, da sollte das nie kommen, aber gut abgefangen von Sarah Del Rey. Und die hat jetzt Bock. Was müsste Sarah Del Rey jetzt noch raushauen? Oh ja, Surfboard, das Knie schön in den Rücken drücken, Mann, das tut aber auch weh. Ah, ja, der Hold wird nicht gelöst. Angelina Love kann sich da auch nicht draus befreien. Hauptsache, die machen wieder so ein richtig gutes Match. Da habe ich direkt wieder Feeling, da habe ich direkt wieder Bock. So will ich das sehen, so muss es sein. Großes Kino. Großes Kino, was die beiden machen. Und Cover. One. Two. Boah, ich dachte three, Alter. Oh mein Gott. Das war sowas von knapp. Aber jetzt ist es sehr clever, was Sarah Del Rey macht. Schön weiter den Arm bearbeiten. Sehr gut. Damit der Cross-Armbreaker vielleicht mehr funktioniert. Aber jetzt kommt vielleicht wieder diese Power. Jawohl! Und it's all over, Mann. One, two,
3. Zu Recht. Großartig. Sarah Del Rey, Mann. Sarah Del Rey. Und hier nochmal für alle, die sagen, oh, mit der Schwunganzeige ist jedes Match schnell. Hier, Mann. Das hat nichts damit zu tun, verdammt nochmal. Das ist einfach der CPU, Leute. Göttlich. Und wer hat's gesagt, Mann? Richtig. The Queen of Wrestling gewinnt gegen Angelina Love in einem richtig, richtig, richtig guten Match, Mann. Weil die einen Tag vorher waren. Ja, ich weiß. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Sehr, sehr, sehr geil. Dieser und diese Power ist auch so sick. Ach du mit deinem scheiß Schild, Alter. So, Sarah Del Rey gewinnt, die junge Sarah Del Rey. Ja, und ich skipp mal, wie die sich freuen, wie so ein Betthäschen. Da wird einem ja schlecht, Mann. Sehr, sehr, sehr geil, Mann. 10 Minuten Match. Schwung schnell. Dankeschön. Geil. Sehr, 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 sehr geil. Sarah Del Rey, Angelina Love, machen wir den Abend nochmal. Die heben den an, Mann. Die heben den an.